Servus Beate. Hallo Ramin. Das ist eine Überraschung, dass du da zusteigst. Normalerweise steigen da nur Tennisspieler zu, aber so eine Überraschung ist eigentlich auch nicht, weil du bist ja, kann ich mich erinnern, eine gute Tennisspielerin. Eine Ex-Spielerin. Was mich besonders freut ist, du bist die Erste, die ich da interviewe, die ich nicht vorstellen brauche. Ich habe schon einige da dran gehabt, einige Tennisspieler, und jeden habe ich eigentlich vorstellen müssen. Bei dir erübelt sich das. Aber was einige nicht wissen, ist eben, dass du sehr gute Tennisspielerin warst. Wahrscheinlich auch noch bist. Stimmt das? Nein, leider. Ich habe es wirklich verlernt. Das glaube ich nicht, weil ich kann mich erinnern, du hast einen sehr guten Trainer gehabt. Ja, das stimmt schon, aber es ist leider zu lang her. Nein, sowas verlernt man nicht. Das ist so wie das Radlfahren. Ja. Ich habe es auch gedacht, aber ich habe ja jetzt, da ist meine Saison vorbei und jetzt habe ich vor, dass ich wieder mal spielen gehe. Da kann ich so austesten, ob ich noch was drauf habe. Das wird gut passen, weil in 2 Wochen haben unsere Damen Aufstiegsspiel in die Landesliga. Und ja, das wird. Ich muss nur beim NTV einen Antrag stellen, dass ich nachnominieren darf. Mit mir steigt es, glaube ich, nicht auf. Nein, wenn mich nicht alles täuscht, bist du sogar schon einmal Kreismeisterin geworden, gemeinsam mit der Sonnleitner Sabrina, kannst du dich noch erinnern? Ja. Da im Sportzentrum, damals hat es noch Landessportschule geheißen, auf Plätzen gespielt, die mittlerweile haben weichen müssen der einen Sporthalle. Ja, also ich kann mich noch sehr gut erinnern. Auch, dass wir an deinem Aufschlag um und um gefeilt haben, das war, glaube ich, damals deine größte Reserve. Ja, das ist richtig, ja. Ich glaube, der häufigste Fehler in meinen Matches war ein Doppelfehler. Aber ich kann mich auch erinnern, dass wir den ganz gut in den Griff bekommen haben, nachher mit einer, ich weiß wirklich noch viel, mit so einer verkürzten Ausholbewegung. Ja, stimmt. Weißt du das noch? Ja, stimmt. Ja. Das ist richtig, ja. Okay, das heißt, war wirklich, dass du jetzt einen kleinen Neustart machst. Das ist halt die Verletzungsgefahr und das ist ein Thema, das bei dir natürlich jetzt ganz, ganz akut ist, ist halt schon beim Tennis größer. Ne? Ja, schon. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt nochmal auf den Court wage, dann wirklich nur zum Spaß. Mhm. Und werde versuchen, die Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Ich habe damals mir erlaubt, wie du bei den Olympischen Spielen so erfolgreich warst, haben natürlich alle, die irgendwo mit dir zu tun gehabt haben, das auf ihre Fahnen geheftet, auch dass sie was dafür können haben, dass du so erfolgreich warst. Und ich war auch einer, kann ich das sagen. Ich habe der Zeitung damals der Nönen gesagt, und ungefähr so wie in Erinnerung, dass ich dich beim Bälle einsammeln immer gezwungen habe, noch übers Netz zu springen und da dein Talent entdeckt habe. Und soll ich jetzt lügen und sagen, es stimmt? Das kann schon sein. Also ich würde es nicht hundertprozentig abstreiten, dass das war, dass du das eine oder andere Mal drüber gehupft bist. Das kann schon sein, das stimmt schon. Aber das Tennisspielen und alles, was ich davor gemacht habe, hat sicher nicht geschadet auf meinem Weg. Also. Ja, das ist schön. Da sind schon viele gute Sachen dabei. Das darf ich mal auf meine Homepage schreiben, dass ich ein kleines bisschen da mit beigetragen habe. Ja, natürlich. Natürlich. Nein. Ja, jetzt bist du im wohlverdienten Urlaub, gell? Schon? Genau, ja. Fast. Und dann greifst du nochmal voll an im Jahr, ne? Genau. Das ist der, jetzt bist, könnte ich mir vorstellen, vielleicht umso motivierter ist, ne? Oder? Nein, es ist dadurch, dass jetzt die 2. Verletzung in Folge ist, muss ich ehrlich sagen, brauche ich jetzt noch ein bisschen Abstand, aber nach meinem Urlaub, glaube ich, werde ich dann wieder voll motiviert in den Aufbau gehen. Also, ich kenne viele Sportler, du sicherlich auch, die eben gerade durch so ein negatives Erlebnis eben in Verbindung mit der Verletzung dann umso stärker zurückgekommen sind. Und ich bin eigentlich schon sicher, dass es bei dir auch so sein wird. Also, ich glaube schon, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt ein bisschen eine Pause brauchst, aber dann eben durchstartest eben Richtung Rio so richtig. Ne? Ja, schön wäre es, wenn so eine Verletzung auch was Positives an sich hätte. Naja, das weiß man im Nachhinein erst, aber du nimm den Thomas, wenn wir zum Tennis kommen, den Thomas Muster her, der ist erst nach seiner schweren Verletzung damals die Nummer 1 der Weltrangliste geworden. Ne? Stimmt, ja. Und ich glaube, der Hermann Mayer hat ein tolles Comeback gehabt und. Stimmt. Und ich bin sicher, dass die Beate Schroth auch eins haben wird. Dankeschön. Ja. Ja, jetzt auf Urlaub fährst du fort oder bleibst du da?
Nein, ich fahre weit fort. Aha. Großen Abstand zu nach Hause. Ich fliege nach Kanada. Ja, nicht schlecht. Und wohin nach Kanada? Eigentlich machen wir eine ganze Kanada-Rundreise. Wir fangen in Vancouver an und arbeiten uns dann Richtung Osten vor. Okay, da habe ich Verwandtschaft in Vancouver. Also wenn du nicht kein Quartier hast, kann dir vielleicht helfen. Meine ganzen persischen Vorfahren sind da ausgewandert. Wirklich? Vancouver ist die einzige Stadt, wo ich schon ein Quartier habe. Das hätte ich vorher wissen müssen. Und wie lange bleibst? 3 Wochen. 3 Wochen ohne Sport. Mhm. Schaffst du es überhaupt? Ja, das schafft man gut. Wenn man oder ein bisschen das ganze Jahr regeneratives Laufen oder gar nichts macht? Nein, hin und wieder macht man dann so ein bisschen Bauch- und Rückenstabi, aber also ich und mein Freund, aber meistens 3 Wochen gar nichts. Das braucht man dann einmal nach einem ganzen Jahr. Mhm. Und dann kommt die Hallensaison oder lass die aus? Nein, die mache ich schon. Ich brauche jetzt wieder mal irgendeine erfolgreiche Saison. Und dann nächstes Jahr sind da auch irgendwelche größeren Geschichten? Ja, es ist eine Weltmeisterschaft in Peking. Mhm. Das wäre wieder eine ziemlich coole Destination und ja, es ist dann das Jahr vor den Olympischen Spielen. Ab wann musst du dein Limit bringen dann? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr musst du bringen. Ja, genau. Und einmal, oder ich kenne mich da zu wenig aus in der Leichtathletik? Eigentlich reicht es, wenn du einmal die Norm bringst. Ja. Aber für mich wäre es schon das Ziel, dass ich das quasi im Schnitt rennen kann. Das wäre 12,96. Mhm. Und ich hoffe doch, dass ich, wenn ich nächstes Jahr wieder fit werde, die meisten Rennen unter 13,0 rennen kann. Die beste Zeit von dir war 12,93 oder? 12,82. Sehr, Entschuldigung. Ich bin da leider zu weit weg von dem. Kein Problem. Ja, das sollte also machbar sein, ne? Ja, kann ich schon. Heute, die Woche habe ich erst über dich geplaudert, habe ich mit einem alten Freund telefoniert, mit Fritz Hutter. Ja. Mhm. Mit dem habe ich gemeinsam eine Tennislehrerkarriere gestartet. Und du arbeitest dann mit seiner Frau zusammen, glaube ich. Ich habe sie heute gesehen, ja. Ja? Ja. Gut, jetzt sind wir gleich wieder da. Ich möchte wirklich Danke sagen, dass du da Zeit genommen hast für mich. Ja, danke für die Fahrt. Meine ganze Interviewserie da ziemlich aufgewertet. Und ich nehme dich auch beim Wort, dass du wirklich jetzt auch Tennis auch wieder mal spielst. Ja, habe ich vor. In den nächsten 2 Wochen spiele ich auf jeden Fall einmal. In Kanada dann, oder? Nein, oder ich nicht mehr? Da bin ich noch daheim. Ah, du bist noch zu Hause? Ja, genau. Na, da können wir was ausmachen. Ja, super. Wenn du Lust hast. Gut, jetzt packe ich mich da ein, wo es dir nicht, wie sie dir einpacken kann, gell? Wenn du schnell bist, kriegst du. Naja, packe ich mich da ein und dann machen wir noch ein sogenanntes Selfie. Das ist da so üblich nach einem Interview, dass wir noch ein Selfie auch machen, wenn ich darf. Passt. Danke, Betsy. Danke.